Herzlich willkommen zu Portal 2 im Coop-Modus. Wir haben jetzt beide seit einem Monat ungefähr Portal 2, haben beide jetzt den Einzelspieler durchgespielt, haben uns Portal 2 beim Summer Sale von Steam gekauft und wollen jetzt zusammen mit euch auf YouTube den Coop-Modus zusammenspielen. Da gehen wir jetzt auch beide mal rein. Tim, startest du oder wer startet? Ich lade dich ein. Du lädst mich ein. Ich muss Shift und Tab drücken, damit ich da rein kann. Dann nehme ich deine Einladung an. So, und jetzt spielen wir zusammen. Wir haben das vorhin schon mal kurz ausprobiert. Hat auf jeden Fall geklappt, deswegen jetzt nicht wundern, wenn er sagt, oh, herzlich willkommen zurück oder so. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt halt sind. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, und der Ladescreen dauert beim Robin sogar länger als bei mir. Ja, weil du halt das Spiel wahrscheinlich aufmachst. So habe ich ja auch den Bildschirm, also den Ladescreen. Wir haben es jetzt so gedacht, wir nehmen beide immer auf, damit falls irgendwie ein Fehler bei irgendeinem passiert, dass der andere das hochladen kann. Aber wir machen es so, wir bringen jetzt unsere beiden Sichten, also wir laden beide unsere Sichten hoch am Anfang und dann bringen wir immer abwechselnd eine Sicht. Also das so, und jetzt hat ist auch endlich seine geladen. Sicht hochlädt. Ah ja, es fängt von komplett neu an. Aber wir genau, auch nicht jetzt mehr reden wir mal nichts mehr, Tim. Ja, es ist zu laut. Und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Hallo, Tim. Wie geht das? Hallo. Ich check das nicht. Hast du das gehört? Du drückst Q, bleibst auf Q und tust deine Maus in die Richtung bewegen, welche Animation du machst. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Hä? Für ich eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Was ist ein Ping-Tool? Wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Ich mag den. Mein Lieblingstier ist der Elch. Kann es sein, dass ich Blue bin? Du bist Blue, ja. Dann muss ich das mal machen. Ich weiß es auch nicht, was mein Team. Du musst Auswahl auf des Partners warten, muss ich. Dein ja, Lieblingstier ist ein Affe. Nein, meiner ist. Bitte mit dem Ping-Tool ja! Dein Lieblingstier aus. Genau, Tim, wähle mit deinem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Dein Lieblingstier ist ein Haar. Oder ein Nashorn. Oder ein Pferd. Oder ein Elefant. Was ist das hier? Keine Gut. Ahnung. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Ui. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Das Kupfer! Das. Wirklich? Okay. Ja, wirklich. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Oh, schön, ich zoome mit J. Oh, und jetzt hat's hier gerade schön gelangt. Mit dem ja, ich weiß mir noch. Ihr Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Aha, cool. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Aha. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Da. Pinkt jeweils die Stelle an. Da. Orange erhält zuerst ein Portalgerät. Aha. Aber ich will auch. Achso, ja, hier auch noch. Hier auch noch, stimmt. Hallo, ich will da auch. Hä? 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 Lol. Blue hat nun ein Portalgerät. Endlich.
Welche Farben an Portalen hast du? Ach, da müssen wir durch. Jedes Portalgerät kann 2 eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Robin, hört mal kurz auf, es laggt bei mir gerade ein bisschen im Ton und ein bisschen Frame-Einbrüche. Ich habe auch ein paar Frame-Einbrüche. Ich weiß jetzt nicht warum, im Einzelspieler hatte ich es nicht. Ich werde mal für nächste Folge, glaube ich, die Grafikeinstellungen ein bisschen runterdrehen müssen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht warum, aber es laggt sehr arg. Ja, ist ja. Wenn ihr gerade den Tim seine Sicht anschaut oder ich weiß nicht, wie ihr es machen wollt, ihr könnt natürlich, wenn ihr beide Sichten sehen wollt, auch beide Fenster einfach auf einem Bildschirm aufmachen. Dass ihr halt einfach unsere beiden Sichten seht. Vom einen Video macht er halt den Ton aus und das andere schaut er an. Also bei mir läuft es bis jetzt flüssig. Tim, du musst da schon drauf gehen, dass ich durchgehen kann. Achso, und was musst du dann? Dann gehe ich hier durch und dann stelle ich mich drauf und mache dein Tor auf. Kalibrierung, Gewicht Orange. Keine Abweichung erkannt. Wir sind gleich schwer. Cool. Das musst du wieder irgendwo drauf, oder wie war das? Nee, wir müssen einfach nur durch. Achso. Also wir erkennen jetzt natürlich schon das Prinzip von Portal 2, deswegen ist diese Einführung jetzt noch nicht so interessant. Ja, aber für den, der es noch nicht gesehen hat, dem zeigen wir das. Ach Tim, was machst du denn? Ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Geh da durch. Ja, das musste ich nämlich machen, weil ich hier Fenster durch habe. Ach, jetzt müssen wir hier weiterlaufen, okay. Ja, das Ping-Tool brauchen wir nur nicht, weil wir, und es lag zu extrem, weil wir ja Partner sind. Ja. Weil wir es ja, nee, Quatsch mal, wir ja Skype. Ein Cube, hallo Cube. Ja, ach so, wie kriegt man den Cube? Man drückt den musst du mir geben. Oh Mann, ich bin genau der Partner, der immer auf dich warten muss, glaube ich. So, ich habe jetzt da hinten das Tor aufgemacht. Das ist ja so, bin ich bescheuert. Müsst du es auch machen. Gewichtete Würfel kalibriert. Gut. Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Ja. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Das ist ganz blöd. Also das hier, falls ihr es nicht kennt, ist sowas. Aber ich verstehe es nicht. Hallo, ich bin neu gespawnt. Was? Ja, und ist tot, ne? Ja, ich bin da mal durchgegangen. So. Das war bei mir so ein geiles Bild. Was kann ich denn hier machen? Du musst mir jetzt ein Portal irgendwie. Oder wie? Robin, ach, ich muss. Mal diesen Würfel ich muss dir den Cube rübergeben und du musst mir dann da drüben wiedergeben. Oh, er ist gerade kaputt gegangen. Ach, Tim. Hier, gib dir. So, und jetzt gebe ich ihn dir hier durch. Und jetzt gehe ich außen rum und du gibst ihn mir da hinten einfach wieder. Ah ja, stimmt, weil diese Dinger... Ja. Also, beim Einzelspieler spielt man alles allein durch und hier beim Cube-Modus muss man jetzt eben hier interagieren miteinander. Jetzt ist es natürlich noch einfacher, aber es wird natürlich noch um einiges schwieriger. Das kann ich euch versprechen. Ja. Kannst du hier ein Portal... Und da oben hin, würde ich sagen. Hä? Da oben. Achso, das muss ich machen. Warte mal. Kann ich da einfach da hinziehen? Wieder eins hin? Was machst du denn? Das Sachen. Ah, jetzt kann ich hier durch ohne. Ich brauch. Wo? Ich drück doch erstmal den Knopf da vorne. Warte mal, den muss ich drücken. Den kann ich nicht drücken. Geh mal, du musst erstmal zu dem hierher kommen. Warte mal. Warte mal, ich hab's den Keks jetzt hin. Warte, ja, genau, gut. So, jetzt hat er gerne durch das Portal da hinten. Geht er durch und gerne da rein. So. Endlich. Ich glaubte schon nie mehr testen zu können. Oh lol, da oben vorne. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Cool. Adonis. Kamera. Oh, die Kamera. Bis jetzt. Hallo. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Oh, wir haben die Kamera kaputt gemacht. Wir wollten es machen. Ja, geil. Hä, ich krieg's nicht hin. Hallo. Das gehört nicht zum Test. Ich hab die Kamera. Ich weiß, wir wollen doch bloß rumspielen. Und ich geh nicht her. Das sind die Weiche. Ja. Soll es nicht anders rum? Leute. Und wir werden auseinandergebaut. So, jetzt laufen wir hier auf dieses schöne Band.
Mann, bin ich sportlich. Oh, bei mir lackt es. Ladet wieder fast so. Naja, ganz flüssig läuft wieder bei mir auch nicht, aber es sieht lustig aus. Ja, jetzt läuft er. Jetzt läuft er bei mir nicht mehr. Es ist ein Ladescreen, es ist kein Spiel. Ja. Ui, wir fahren runter. Entschuldigung, dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Oh, cool. Da hinten muss man rein. Wer hätte es gedacht? Aua. Wow. What the fuck is happening? Juhu! Das macht Spaß. Und hast du einen Blick auf die... Achso, ich habe einen Blick auf die Zeit. Schon bald müssen wir wieder aufhören. Ja. Warnung! Extraktkurse sperren die Hauptkopfstrahl. Oh. Wir haben jetzt gedacht, wir machen vorerst mal so 15 bis 20 Minuten Folgen. Wenn euch das zu kurz ist oder zu lang ist, dann könnt ihr das auch noch in die Kommentare schreiben. Ist wie gesagt bloß von uns mal so vorausgedacht. Aber ich finde eigentlich, das ist eine gute Zeit. Wenn ihr was ändern wollt, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Müssen wir da einfach hin? Nee, ich denke, wir müssen was auswählen. Wir müssen einen Kurs auswählen. Kupfkurs ausgewählt. Cool, wir können nur den Kupfkurs auswählen. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Geben Sie sich zu was? Zu den... Ja, ich denke schon hier hoch, oder? Lol. Nee. Lol. Was war das jetzt da? Lol, da oben stehen unsere Schritte. Cool. Mann, du bist mehr Schritte gelaufen als ich. Ich muss schnell mehr laufen. Du bist mehr gelaufen, ne? Ach, ich bin ja. Du bist doch schlau. So, wir müssen das da aktivieren. Wo läuft denn die scheiß Leitung lang? Was müssen wir aktivieren? Achso, das da. Ja. Die Leitung geht bis da. Die endet da einfach. Die endet hier. Nee, die geht dann dahin wieder. Die geht dann da wieder hin. Da geht's wieder hin. Ja. Und dann geht's da oben rum. Hier. Dann geht's ja da hoch. Die geht dahinter, oder nicht? Ja, wir sind hier immer wieder so sehr schlau. Aua. Wohin geht denn die jetzt? Die geht dahin, du gehst. Hä? Lol, ich kann nicht durch die Lichten durchlaufen. Kein verpacktes Minecraft. Kann das sein, dass... Robin, drück mal Steuerung oder Control. Lol. Drück mal Steuerung oder Control. Lol, dann läufst du so, ne? Dann bist du so gebückt. Oh. Wie sieht es bei mir aus? Hä? Haben wir jetzt was gemacht? Nö, nicht. Hä? Müssen wir bloß eine bestimmte Anzahl an Schritten laufen? Kann das sein? Nein, wir müssten gar nichts, glaube ich, machen. Einfach nur warten. Okay. Ja, komm jetzt mal hier rein. Begeben Sie sich in die Dokumentationskammer. Okay, ich nehme die hier. Hallo! Ich drücke hier die E drauf und dann labert der irgendwie Scheiß. Mach's gut. Ja. Tschüss. Bling, bling, bling. Was ich noch sagen kann, wer auch den Einzelspieler nicht kennt, was eigentlich wahrscheinlich jeder kennt, der das anschaut, aber da ist man jetzt kein so ein Roboter, sondern so eine, also man ist als Charakter eine Frau und spielt mit der eben auch als Portal Gun einen Modus. Mit Portal Gun. Mit der Portal Gun einen Modus wie hier durch. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Okay. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Hä? Ah ja, dann muss ich irgendwie durch, glaube ich. Denkst du, dass ich... was muss ich jetzt hier machen? Du, einer geht durch. Und dann stellt sich der eine da drauf, geht da hin und dann... Dann lass mich mal hinter... Du schießt hier ein Portal, ich schieß mal hier schon mal ein Portal hin. Da hinten, zum Beispiel hier. Nee, hier. Oder ja, schieß da hin, ist egal. Und dann... Jetzt lass mich mal durch. Jetzt lass ich dich da durch. Tab für Partner.
Ach so. Mit Tab kann man die Partnerperspektive einblenden. Tab? Was ist Tab? Mit Tab. Drück Tab, dann sehe ich deine Sicht. Cool. Siehst du, hab ich doch gesagt, dass man das irgendwie machen kann. Hallo, jetzt sehen wir uns mal. Ist das nicht cool? Hallo? 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 Ich duck mich jetzt mal, warte mal. Schau mal zu mir her, Tim. Oh. Control. Oh, jetzt hat meine Sicht wieder ausgeblendet. Ist dumm. Ja, weil dieses andere Ding bei mir aufgeht da. Aber so, was machen wir? Hä, du musst da drin bleiben, ne? Warte mal, ich hab das irgendwie... Das seht ihr gar nicht auf YouTube, das ist, ja, genau, sag ich ja. Ja, was müssen wir jetzt machen? Stell dich mal hier wieder drauf. Stell dich mal hier drauf. So, du musst dann raus. Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen habe ich ja gesagt, da ein Portal reinsetzen. Stell dich mal drauf. Lol. Aua, warum hast du die Tür zugemacht, wenn ich drin stehe? Du, da liegen brennende Teile. Okay, dann geht's mal durch das nächste Portal durch. Tim? Durch das nächste Portal. Das nächste. Ist das hier? Hier. Da. Ach ja, ich bin gerade ziemlich dumm. Und jetzt schieß einfach da dein Lila ins Portal. Kollaborationspunkte. Ah, hier. Blue Held, sonst was? Hä, warum bist du schlau, Tim? Dein Lila ist nicht blau. Jetzt komm wieder durch. Aua. Oh, ich hab dich nicht getroffen. Ich wollte dich jetzt auch kaputt machen. Schieß mein Blaues dahin. Lass mich durch. Achso, ich muss dich einfach durchlassen. Ja, deine Portal Gun hat schon durchgeschaut. Das war voll lustig. Hui. So, und jetzt gehen wir einfach durch. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Das bin ich, weil ich cool bin. Ich kill dich. Naja, aber wenn euch die Folge wirklich gefallen hat, weil wir machen jetzt halt... Genau, das war's jetzt, würde ich sagen. Wir haben jetzt 18 Minuten. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das Spiel dann eigentlich gespeichert wird. Wird's klar. Naja. Auf jeden Fall. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen... Wir lassen die mal noch laufen. ...mit den wenigsten Punkten. Okay. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat... Daumen hoch, abonnieren ist kostenlos und dann würde ich sagen, beide Sichten gibt es jetzt zu sehen. Das nächste Mal gibt es dem Tim seine Sicht zu sehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, und übrigens nochmal kurz was. Ich zeige, also wir haben eine offizielle Gruppe, also für Portal 2 hier erstellt in Steam. Die habe ich jetzt hier gerade im Game offen, kann man machen, Bild in Steam. Und also, da wäre es schön, hier schreiben wir dann auch rein, wo den Link zur Folge zum Beispiel und hier unsere Profile. Mal schauen, wie viel ich hier schon gezockt habe. 0,4 Stunden in den letzten 2 Wochen, aber ich habe das Spiel schon insgesamt 17 Stunden gezockt und der Robin hat das Spiel insgesamt schon 14 Stunden gezockt. Naja, und wenn ihr auch mal auf unsere Gruppe hier vorbeischaut. Genau, so einfach mal auf Steam unsere beiden Accounts auschecken, wenn ihr wollt. Und halt die Gruppe Robs Gebüber. Ich glaube, man muss einfach nur irgendwie hier Robs Gebüber im Suchfeld. Oder hier halt ihr einfach diesen Link. Den packen wir euch auch nochmal in die Beschreibung. Den Community/Groups/Robs Gebüber. Und ja, dann würde ich sagen, wie komme ich hier wieder aus dem Winter? Ah ja, so komme ich raus. So, also bis zur nächsten Folge. Da fangen wir hier natürlich wieder an. Also machen wir hier weiter. Und machen dieses geile Level, wo man sterben kann. Yay! Juhu! Lol. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie kaputt gehen. Haut rein. Ciao. Ja, ciao.